Hallo und herzlich willkommen wieder zu unserer Tippsendung von OneXQ.com mit mir, Alexander Kaiser, mit den Expertentipps zum Wochenende und endlich das Wintermeeting in Vincennes ist losgegangen. Am Sonntag haben wir natürlich das Highlight in Prix de Bretagne und wir werden natürlich in Vincennes bleiben. Am Samstag noch gute Rennen in England, aber unser Fokus liegt auf Paris-Vincennes. Ja, Jean-Michel Bazire, Mathieu Abrivard und Johan Le Bourgeois, die sind in toller Form. Bazire sowieso, der ist mit so vielen Siegen hier unter der Woche unterwegs und der ist auch auf mehreren Plätzen engagiert. Also der Meister ist besser denn je. Drei Rennen natürlich habe ich mir wieder rausgesucht. Und das erste Rennen, in das wir reingehen, ist das zweite Rennen am Sonntag in dem Prix Jean-Maurice Betot. Das Rennen über 2700 Meter, 52.000 Euro ist dieses Rennen für Dreijährige dotiert. Ja, und das ist wirklich ein ganz starkes Rennen. Allen voran hier Fortissimoku aus dem Stall von Jan van Doyeweyt. Das ist ein Holländer und das ist ein wirklicher Bomber. Lange Pause hat er gehabt und letztes Mal, da war sein Reentree, das war in Paris-Vincennes und auch das konnte er siegreich gestalten gegen einen gut gehenden Freeman, der danach auch noch Zweiter wurde, also Form wurde bestätigt, ist nur einmal geschlagen worden und das war gegen Feliciano. Ein ganz, ganz tolles Pferd. Mathieu Abrivard wurde verpflichtet. Dann haben wir das Pferd aus dem Stall von Jean-Michel Bazire. Dreijähriger Hengst, vier Starts, vier Siege, Bestzeit 16,3. Ein Pferd der ersten Güteklasse. Jean-Michel ist natürlich der Trainer und der Fahrer. Und das Pferd hat letztes Mal gegen ein Zulagenpferd gewonnen. Das war keine geringere als Fashion Queen, die zwar danach ein wenig enttäuschte, aber die ist eigentlich in ganz anderen Sphären unterwegs. Tolles Pferd. Aber wir haben hier noch einen Bomber, der hat auch fast nur eins. Fakir de Maillet aus dem Stall von Raimond. Gute Frau hier, hat einen Vollbomber am Stall und das Pferd geht mit keinem geringeren als Johan Le Bourgeois. Und der hat schon in Vincennes im Sommer hoch überlegen gewonnen und das letzte Mal in Cabourg auch nicht an seine Grenzen kommen müssen. Ganz, ganz starkes Pferd. Und das Pferd wird natürlich auch ganz gefährlich sein. Genauso wie Frenchman, aber der muss glatt gehen, hat auch glatt gehen schon mal einen Feliciano geschlagen. Also wir haben hier einige Pferde drin, die hier nach vorne laufen können. Ich gehe aber mit Fortissimoku, der sich von Start zu Start gesteigert hat. Das war letztes Mal nach der Pause eine Top-Leistung. Der wird sich bestens präpariert zeigen mit Mathieu Abrivard. Das ist für mich ein ganz anderes Pferd, aber das ist wirklich ein Bomberrennen. Und von diesen Dreijährigen werden wir noch einiges hören. Also für mich im zweiten Rennen Fortissimoku, der Tipp. Und dann geht es weiter in den Prix de Bretagne. Aktuell als drittes Rennen geführt, über 2700 Meter. Ein Qualifikationsrennen für den Prix d'Amérique 2019. Ja, Gruppe 2. Also, wir haben hier natürlich Boat Eagle drin mit Frankie Nivard. Das Pferd, das ja, den zweiten Platz schon fast gepachtet hatte. Wurde im Amerique ja auch Zweiter gegen Propulsion, nicht Propulsion, sondern Readily Express. Propulsion wurde Dritter und die beiden sind nicht in diesem Rennen. Aber Readily Express, da kann man ja schon mal sagen, der hat sich auch schon wieder eingeführt, hat zwar ein paar Mal ein, zwei Niederlagen einstecken müssen, aber letztes Mal war das eine hochüberlegene Ware. Propulsion, der wird dieses Jahr aber ganz stark gehen. Diese Pferde sind aber nicht dabei, nichtsdestotrotz tolles Feld zusammengekommen. Bold Eagle. Letztes Mal hat er gewonnen gegen eine gut gehende Cavalleria, die er danach noch im Vincennes mit Nicolas Ensch ganz souverän auftrumpfte. Also hat hier ein Formpferd geschlagen. Aber die Gegner sind natürlich da. Bedina Josselin. Letztes Jahr im Amérique ganz, ganz sachte vorgetragen. In den vorigen Rennen, aber mit Marik wurden die Eisen runtergenommen, da gab es einen vierten Platz. Jetzt sitzt nicht Jean-Michel Bazire drauf, sondern Gabriele Gelomini und das Pferd hat auch zwei Eisen runter. Also sie gehen eine andere Taktik als im letzten Jahr. Jean-Michel Bazire, der hat sich Davidson Dupont ausgesucht und das Pferd ging aber letztes Mal gar nicht. Dritter Platz, aber Jean-Michel bietet ihn gleich auf. Das zeigt, dass mit ihm zu rechnen ist. Valco Genila und Carat Williams, die laufen immer gerne mit. Valco Genila gewann letztes Jahr dieses Rennen, aber so richtig gefallen mir die beiden Pferde in diesem Jahr noch nicht. Bert Parker musste sich zuletzt gegen den Bomber aus dem Bagierstall Aubryon de Gers geschlagen gegen, stellte ihn aber durchaus zum Kampf, lief sehr stark bei seinem Reentree, hatte davor noch auf der Provinzbahn einen guten zweiten Platz erreicht. Er hat auch schon Bold Eagle geschlagen, er hat schon ganz andere Pferde geschlagen und dieses Pferd geht eigentlich eher auf die vorigen, also auf die Vorrennen und nicht auf den Amarik. Uta Joselon noch zu erwähnen, das Pferd mit Abrivard,
Alexandra Abrivard, der hatte letztes Mal komplett den Rennverlauf gegen sich und wird sich auch von einer anderen Seite zeigen. Tolles Rennen, muss man sagen. Natürlich wird Bold Eagle der Favorit werden, zumal er hier auch ein paar Eisen runternimmt. Also da wird sehr viel Geld drauf sein, aber er ist auf jeden Fall schlagbar und die Quote wird es nicht wert sein. Ich gehe mit Bert Parker, da gab es einen tollen Artikel von Allaire über dieses Pferd im Paris Turf und der hält ganz viel von seinem Schützling. Und für mich wird er immer wieder unterschätzt und da gibt es immer wieder Geld. Also den sollten Sie unbedingt Siegwetten und in die Kombinationswetten mit reinnehmen. Aber interessante Pferde, vor allem will ich sehen, wie Jean-Michel Davidson Dupont vortragen wird. Aber für mich Bert Parker, der Sieger im Prix de Bretagne. Dann geht es weiter ins nächste Rennen. Prix de Boissy-Saint-Léger hier, Gruppe 3, über 2100 Meter für Vierjährige und Fünfjährige. Ja, und hier haben wir ein deutsches Pferd im Ablauf. Stall Oberkrachers Dream Baker hat sich bestens in Frankreich etabliert. 4 Siege en suite. Das war ganz stark. Hat jetzt eine Gewinnsumme von 176.000 Euro und eine Bestzeit von 11,6. Und das ist natürlich hier der Favorit. Inga in Heaven hat schon mal mit Davidson Dupont gekämpft. Konnte sich so ein Rennen hier am 19.10. schon schnappen. Danach war er in Gruppe 2 ohne Chance, aber er war auch zeitgleich mit zum Beispiel einem Vitruvio. Das ist ein ganz starkes Pferd aus Italien. Der würde natürlich hier spazieren gehen. Also Inga in Heaven, da ist man natürlich ganz gespannt, wie das Pferd hier geht. Und da wird es eine gute Quote geben. Ja, Broadville, der musste im Endlauf zum OET nach einer Attacke in äußeren Spuren zurückgenommen werden und wurde dann ins Ziel eingetrudelt. Er liebt 2100 Meter, das ist seine Distanz, aber er muss eine Schippe zulegen gegen gewinnstärkere Pferde. Ja, Certain Age, an Certain Age war ein bisschen Geld drauf bei seinem ersten Frankreich-Start, muss sich steigern. Racing Manage mit Joachim Löwgren war Dritter hinter Cyberlane und Readily Express. Kann hier natürlich auch reinlaufen. Ganz gefährlich wird auch General Bianco sein, der hat letztes Mal in Hamburg gewonnen. Und die hat eigentlich schon ganz, ganz andere Pferde gesehen. Bin ich mal gespannt, wie das am Auto geht mit Johann Untersteiner. Ein Mörderrennen, Dreambreaker. Der hat einen ganz eigenen, ja, Trab, muss man sagen. Aber hier stehen Top-Gegner vor der Brust. Broadville natürlich auch gefährlich, aber für mich das Pferd hier, die fünfjährige Stute Inga in Heaven, die wirklich schon mal gegen Davidson Dupont gekämpft hat. Und es ist ein tolles Pferd aus Schweden und die hat einen super Speed. Und Franco Vrie, da gibt es eine gute Quote. Deswegen mein Tipp: Inga in Heaven im 15. Rennen im Prix de Boissy-Saint-Léger am Sonntag in Paris-Vincennes. Ja, das war's schon wieder mit unserer Tippsendung. Ich bin Alexander Kaiser und wünsche Ihnen natürlich ganz viel Glück beim Anlegen Ihrer Wetten an diesem Wochenende. Bis dahin machen Sie es gut und tschüss.